Hi Leute und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir sind jetzt beim achten Rennen der vierten Saison in Großbritannien, beim letzten Rennen vor der Sommerpause, wenn ich das jetzt richtig gesagt habe. Und nachdem wir im Grunde schon die Performance unseres Lebens haben, in Österreich mit dem genialen bärenstarken Duell gegen Max Verstappen, der die ganze Zeit dran war, der uns unter Druck gesetzt hat und was weiß ich noch, also wir mussten da richtig immer zittern, auf jeden Fall den ersten Platz herzugeben, aber ich habe mir immer natürlich gesagt, wäre auch nicht schlimm. Daher, dass wir so einen guten Vorsprung hatten in der WM schon und wäre nicht schlimm, wenn wir Zweiter wären, aber wir konnten ihn sogar noch weiter ausbauen, weil wir eben trotzdem gewonnen haben, irgendwie. Auch weil Leclerc halt so ein bisschen dumme Strategie gemacht hat mit einer 2-Stop, ja, das ist wirklich dumm gewesen. Während Verstappen, wir und Ricardo und so auf jeden Fall einen Stop hatten wie Tsunoda und so. Gut, die Komponenten werden wir noch drin lassen. Die sehen halt nicht mehr gut aus bei 57%, ja. Aber dabei sieht das hier noch am besten aus mit 29 oder das auch 37 ist auch okay. Aber 64, das schon bei 64, okay, das könnte man. Ja, aber Steuerelektronik ist halt so die Sache, ne? Lieber noch ein Rennen behalten und dann haben wir 8 Rennen damit geschafft und können im besten Fall nochmal 8 Rennen bis Abu Dhabi machen. Das wäre so der Plan, weil hier gibt es halt nur zwei, ne? Da kann man, hätte man nur eins frei, dann würde ich das gerade noch fürs letzte Rennen behalten. Die Motorschäden sind ja aus, die Defekte. Es kann zwar sein, dass wir dann Leistungsverlust bekommen, das ist an, also Schaden ist ja an, also Leistungsverlust können wir spüren, wenn es zu alt ist, aber Motorschäden können wir eben nicht bekommen. Habe ich extra ausgemacht, weil die sehr, also wenn, sag mal so, wenn ich die von Anfang an anhätte, dann hätte ich in dieser Saison schon bestimmt nach 7 Rennen mindestens 3 Motorschäden gehabt und am Ende wären das 3 Motorschäden, die mich einen Sieg gekostet hätten. Genau darum habe ich die aus. Aber man muss sagen, ich und so, Verstappen hat auch noch gar keinen. Der hat nur ein bisschen schlechter Rennen gehabt, aber hat noch keinen. Also daher ist das ja alles ganz gut. Okay. Dann können wir, naja, gut, das Getriebe geht, denke ich, schon noch hoffentlich gut. Daher, dass wir auch das dritte Training eben auch nicht fahren. Okay, wir spulen mal die Zeit vor. Das soll auch noch was leichtere Kolben bei Antrieb ankommen. Von alleine. Das ist so ein Hersteller da. Hersteller-Upgrade. 13. Juli. Fehlen eh nur 3 wieder. Ist ja wieder alles hier nicht ganz voll, weil halt wir einen neuen Motor haben mit Mercedes. Da fein, dass da passiert zu sein oder so. Okay. Spulen wir mal die. Okay, erstmal gibt es ein Ereignis, bevor wir die Zeit vorspulen können. Die Marketingabteilung braucht Ihre Hilfe bei einer Entscheidung. Okay, das ist immer wenig zu sagen. Das Finale der offiziellen Formel 1 eSports Series steht an und die Organisatoren würden dafür gerne ein paar große Namen gewinnen. Wir haben nachgefragt, ob wir bereit wären, ihnen Sainz als Co-Moderator zur Verfügung zu stellen. Was meinst du? Akzeptieren, Anerkennung, zweiter Fahrer plus 1000, Rennkunst minus 7. Ja, und ablehnen passiert mal wieder gar nichts. Ja, eigentlich ist es egal, also Anerkennung und Rennkunst. Na, wo die Rennkunst. Doch, 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 doch. Der Sainz hat in Österreich so einen Fahrfehler gemacht. Und wenn dann nochmal die Rennkunst um minus 7 geht, da, nee, nee, lass mir lieber mal, nee. Hey, ich soll dir ausrichten, dass die Abteilung sich für die Hilfe bedankt. Also, nee, der hat schon einen Fahrfehler in Österreich gemacht. Wenn die Rennkunst dann noch weiter runter geht, dann ist die Gefahr wahrscheinlich noch größer. Also nee, 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 nee. Das können wir nicht gebrauchen. Hab wieder was vergessen. Hier nämlich zu machen. Wir haben noch ein bisschen was Zeit. Das würde ich mal nicht machen, weil das halt bei den anderen weggehen würde. Das machen wir für Science. Komm, wir müssen den irgendwie die Konzentration höher gehen lassen. Obwohl, das mache ich einfach mal bewusst. Und mehr können wir auch gar nicht machen. Können wir sogar rausnehmen? Aber ich mach's nochmal raus und guck mal, ob wir vielleicht noch was. Ach komm, wir machen das, ey, komm, ist egal. Das ist da, genau. So, und das kommt alles an. Die neuen Teile wurden ohne Probleme fertiggestellt. Beim nächsten Rennwochenende werden sie eingebaut sein. Das muss ja ankommen mit den leichteren Kolben. Ferrari hat das Red Bull überholt. Eieiei, was ist denn da passiert? Aber ist so ganz eng, ne? Ferrari. Ich gleich auch mit Red Bull, aber im Grunde, die stehen nur vorne gelistet und überhaupt die ersten 4 Teams
sind unmittelbar gleich auf eigentlich. Also wir und Mercedes komplett gleich auf und Ferrari und Red ja, da kann man jetzt auch keinen Riesenunterschied merken. Aber mittlerweile hab vor allem Alpine wieder aufgeholt, eine Williams und auch Alfa Romeo. Haas ist nur noch sehr weit weg jetzt, aber die anderen kommen jetzt langsam doch uns allen näher. Müssen sie ja irgendwann, wenn es alles voll geupgradet ist, ist halt ganz eng beisammen, das an der Wertung halt. Okay, hier ist es angekommen, perfekt. Das käme am 5. Oktober und 2. November. Okay, und Strapazierfähigkeit wären 27. Oh, das kommt auch noch diesen Monat an. Und das auch am 26. Oktober. Okay, die Strapazierfähigkeit wird jetzt anscheinend als erstes von den beiden Abteilungen voll sein wieder. So wie es aussieht zumindest. Aber nur ganz knapp. Okay, der 27. Juli wäre sogar. Oh, das wird auf jeden Fall noch vorbereitet sein schon. Was Strapazierfähigkeit angeht. Okay. Haben wir hier irgendwas vielleicht? Nee, haben wir nicht. Okay, es kann sein, es gibt wieder Fahrerrücktritte. Da gäbe es schon Namen, die schon alt mittlerweile sind. Lewis Hamilton, der ja auch schon solche Fahrfehler wie in Kanada gemacht hat. Und auch nicht mehr der Hamilton ist, den man aus der ersten oder zweiten Saison kennt. Also, für einen Fahrerrücktritt wäre es auch für ihn fast schon langsamer Zeit. Kann es sein, ja, es kommt einer. Vielleicht vor Belgien, vielleicht kommt die Ansage oder vor Italien. Oder überhaupt, dass irgendjemand zurücktritt. Oh, wir sollen wieder einen Regenqualifier bekommen. Allerdings diesmal mit nur Sonne. Mit Sonnezeichen. Vorhin, letztes Mal war es nur Regen. Obwohl es gab, obwohl. In Österreich war es ja, erst nass und dann war es trocken. Ja, mal sehen, was da so abkommt. Okay. Haben wir jetzt irgendwas hier? Ne, haben wir nicht. Okay. Können wir hier noch irgendwas machen? Ne, komm, wir gehen einfach. Wir gehen einfach in das Qualifying und schau mal, wir haben ja keinen Druck. Wir können das Rennen, das Qualifying eigentlich ganz gechillt hinnehmen. Oh, Sainz bekommt aber immer weniger als Ressourcenpunkte. Der hat schon mal 600, glaube ich, gehabt. Ja, vielleicht liegt es so ein bisschen daran, dass er halt schon so viel Pech hatte. Ja gut, der Fahrfehler war halt in seine Schuld natürlich. Da können haben wir nichts dazu zu tun. Aber diesmal soll es andersrum anscheinend sein. Jetzt soll es erstmal trocken sein, so wie es aussieht. Und dann soll es erstmal anfangen zu regnen. In Österreich hatten wir es halt andersrum. Da hat es stark angefangen zu regnen. Wurde dann in Q2 leichter. In Q3 hat es immer noch leicht geregnet. Und am Ende von Q3 war es dann trocken, sozusagen. Daher haben wir auch deutlich um eine Sekunde die Pole eingefahren, weil wir halt als Letzte gefahren sind. Und die Strecke dann vollkommen trocken war. Aber in den Rennsieg kommen wir, mussten wir uns noch kämpfen. In 15 Minuten soll es aber schon trocken sein, macht das da so viel? Ah, nee, ja. Ach, nee. Ah, ich habe es vergessen, ja. Ich habe es vergessen, es fängt ja eh von im Trocken an. Ja, sorry, das war, da war ich gerade lost ein bisschen. Habe ich gedacht, es regnet schon und wird dann erst trocken. So, ja. So lost kann man manchmal sein. Okay, dann gehen wir auf unsere Reise schnell, bevor es regnet. Obwohl, ich glaube, das ganze Q1 sollte sogar trocken bleiben, glaube ich. Also, daher ist eigentlich egal, wenn wir rausfahren, aber lieber zeitig, besser. Ja gut, es heißt zwar der Spruch, besser spät als nie, aber in dem Fall besser zeitig als nie. Oder besser zeitig als spät oder so, keine Ahnung. Okay, wir haben, vor allem Q1 sollte eigentlich eine Leichtigkeit von sein. Die Strecke liegt mir zwar jetzt nicht so ganz besonders, wie ihr ja wisst. Obwohl, aber ich bin eigentlich sogar mit meiner Leistung der letzten Saison zufrieden. Im ersten Stint war es schwer, aber danach war es eigentlich top. Der ist da vor mir gerade, der mir noch einen netten Windschatten jetzt auch gibt hier auf der kleinen Geraden. Mercedes ist das sogar okay. Also ich glaube, der fährt jetzt eine Outlap, weil ich komme da viel zu schnell näher. Ja, Bottas bestimmt. Der Bottas, der bisher auch immer Pech hatte in den letzten Rennen. Ja, Valtteri, lass, mach Platz. Valtteri? Ja, der will aber schon nicht ganz Platz lassen, ne? Boah, das Auto ist aber ein Genuss. Man kann das Auto voll hier reinlenken. Jetzt kommt die schwierige, der schwierige Teil, die SS.
Ich muss jetzt noch nicht so alles da geben in diesen SS. Hauptsache fehlerfrei fahren. Q1 sollte so oder so, weil die Runde vor allem jetzt auch fehlerfrei war, sollte Q1 eigentlich ein Kinderspiel sein. Oh, ein bisschen zu aggressiv dadurch, aber war nicht ganz okay. Boah, so für eine erste Runde war das schon sehr fehlerfrei für meine Verhältnisse. Das war eine super Runde eigentlich. Aber mit Vorsicht. Aber U2, 3, nicht mal 3 Zehntel weg von Verstappen. Wow, das war schon eine Wahnsinnsrunde. Und das für meine erste. Okay. Etwa 2 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Ja, ein bisschen Platz machen, da kommen wir welche an. Aber obwohl, Giovinazzi könnte doch gerade aus der Box gefahren sein. Weil da hat es auch gerade langsam gemacht. Und der 22. Grad. Aber gut, wir können nicht gleich rein und mal gucken, wo sind wir? Ja, Russell auch ganz stark. Im ersten Sektor sind wir sogar lila. Ja, im zweiten verlieren wir es. Im ersten sind wir sogar lila und das sogar. Also gegen Verstappen zumindest deutlich. Russell ist da am nächsten dran. Also ganz minimal nur hinter uns, aber Verstappen ist weit weg im ersten Sektor von uns. Im zweiten sind wir dafür weit weg von ihm und im letzten sind wir ein Zehntel dahinter. Das ist ganz okay eigentlich. Ja, ich weiß, woran es am zweiten Sektor gehabert haben kann. Trotzdem, das müsste eigentlich. Oh, Sainz haben wir auch schon geschlagen um 4 Zehntel. Ja, das ist keine schlechte Runde gewesen. Und wie mein Gefühl gesagt hat, aber Russell ganz stark. Gasly auch ganz stark, also das sehe ich jetzt erst. Vor beiden Mercedes. Aber wir fahren jetzt nicht raus, das macht keinen Sinn, absolut keinen Sinn. Und wir beenden es, glaube ich, auf dem dritten Platz, wenn ich es richtig gesehen habe. Jo. So. Oh, Sainz, naja, 4 Zehntel, nicht mal 4 Zehntel eigentlich. Ist ganz okay, finde ich. Latif jetzt wieder U. Oh ja, Mick schafft es weiter im Alfa Romeo. Das ist fast doch mal eine Überraschung. Vor allem Elken im Alfa Romeo, genau wie Mick natürlich, schlagen beide Williams, obwohl die deutlich vor der, in der Performance vorne sind. Also echt krass. Echt krass. Latifi ist doch wieder raus, also langsam wird es doch wieder zur Gewohnheit vielleicht, aber der hat es ja oft immer geschafft in Q2, jetzt hat es ihn doch mal wieder erwischt. Gut, dann mal sehen, dann muss er sich die Regenbedingungen zumindest nicht mehr antun, das ist sein Vorteil jetzt. Und kann keine Fehler mehr machen. Sind wir noch auf Slicks? Ah, nein, bitte nicht. Ja, in 10 Minuten soll es aber immer noch trocken sein, daher macht das mit dem Sensor gerade kein Problem. Ist er schon wieder weg jetzt? Also, wir haben die Telemetrie verloren. Wir haben so gut wie jegliche Informationen der Sensoren verloren. Wir sehen uns das gerade an. Also, halte bitte für ein paar Minuten die Stellung. Also, fahr mit Soft auf jeden Fall, weil mit Medien vertraue ich mich nicht, weil es ja noch regnen soll. Ich weiß nicht, ob das noch in Q2 beginnen soll, weil es sich von jetzt bewölkt. Und wenn welche mit Medien es machen und das jetzt doch nicht schnell genug ist und dann beginnt es zu regnen, da bin ich mal gespannt, ob es dann vielleicht Chaos-Ergebnisse gibt. Wie zum Beispiel einen Mick in Q3, das wäre doch was, aber gut, da muss man bei den Großen trotzdem, also bei, ja, ich bin auch ein großer Mick mittlerweile, aber bei den Großen, die es halt mit Medien versuchen, muss ja schon viel schief gehen, dass die es trotzdem nicht in Q3 schaffen, also. Und nochmal so eine gute Runde wie in Q3, in Q2, ja, in Q1 meine ich. Der erste Sektor war ich vorhin schnell, im ersten Sektor. Auch jetzt wieder fehlerfrei in diesem Sektor. Sehr fehlerfrei. Ja, der erste Sektor liegt mir. Da könnte mein Sektor werden, im ganzen Wochenende vielleicht. Sainz ist auch gerade noch vor mir. Jetzt gerade. Wieder lila im ersten Sektor. Also ich bin schneller als Sainz schon mal in diesem Sektor. Weil ich ja vorhin der schnellste in diesem Sektor. Starten 1,24,6, merken. Jetzt kommt der zweite Sektor, wo ich vorhin zu viel verloren habe. Wenn ich das diesmal ein bisschen besser alles anstelle dort. Ah, das war aber jetzt dümmer. Da bin ich jetzt zu weit raus, aber trotzdem. Man kann trotzdem was gewinnen vielleicht. Hier vielleicht. Hier habe ich vorhin noch was verloren. Oh ja, ja. Hier gewinne ich auf jeden Fall noch etwas. Hier habe ich vorhin viel verloren. Trotzdem natürlich kein Lila. Klar, ist ja logisch. Es regnet, es regnet. Aber gut, wir sollten damit noch kein Problem haben, wir schon im letzten Sektor sind. Wir haben kein Problem, denke ich mal, damit. Und Sainz kommt in die Box.
Ja, wir haben kein Problem damit. Wir hatten ja Olila im ersten Sektor. Und wir gehen so noch. Ja, und das auch wieder nicht weit weg. Wieder sind wir gut dabei. Und Bottas macht in Mediums. Oh, und der ist nur 6. Wenn der noch jetzt noch rausliegt, könnte interessant werden. Aber es regnet. Es regnet. Wir haben es also wirklich perfekt. Also wir hatten das Glück mit dem Sensor auch, dass das alles geklappt hat. Noch. Ja, Perez, ui, der war jetzt auf immer stark. Und wir haben sogar 2 lila Sektoren. Aber wir verlieren alles wirklich im ersten, im Mittelsektor. In beiden Sektoren, im ersten und dritten sind wir lila. Im dritten kommt sogar aus dem Nichtsgrad. Und im Mittelsektor verlieren wir alleine eine halbe Sekunde. Also da muss ich noch was besser machen. Dann ist hier wirklich die Pool rein theoretisch drin. Aber es soll ja regnen jetzt. Also mal sehen, was im Regen dann so geht im Q3. Oh, Sainz, nein, der ist nicht weiter. Das da eine. Oh, und das ist so eng. Das ist so eng und es wird das doch jetzt regnen. Der wird doch da keine Chance mehr haben dann. Wenn's, außer er hat Glück und es regnet nicht stark. Wenn er Glück hat, aber ich glaube fast. Das Regensymbol ist noch nicht da. Immerhin. Ja, doch, die fahren aber nochmal alle raus. Ah, doch nicht. Nee. War es nur so ein kleiner Schauer? Obwohl, doch, es sind schon Regentropfen auf der Kamera. Sind wir überhaupt safe? Ja, eigentlich, ja, doch, doch, müssten wir eigentlich sein. Wir sind über eine Sekunde. Na ja, gut, ne, ja, doch, über eine gute Sekunde weg von der Gefahrenzone. Also, noch dazu, dass es ja trotzdem kein großer Grip mehr ist, weil es ja trotzdem regnet. Also, es sind nur einige in der Box geblieben. 7 sind nur auf der Strecke. 7. Das heißt, wir können maximal 11. werden und wir sind nicht 11. Und hat Sainz geschafft? Ah, Sainz ist wirklich ausgeschieden, ja. Niemand hat sich, glaube ich, mehr verbessern können. Bottas hat es wirklich mit Medium geschafft. Das ist ganz, ganz stark. Puh, das ist für mich. Oh. Ja, gut, das könnte jetzt doch sein, dass wir ihn doch. Die Vertragsverhandlung ist ja jetzt schon nach diesem Rennen, ne? Also, ich weiß es nicht. Also, ich muss sagen, ganz ehrlich, der war in den ersten Rennen stark, hatte da halt nur Pech. Aber er hatte schon in Österreich mit dem Fahrfehler halt das selbst weggeworfen. Das war seine Schuld natürlich. Und hier. Also ich glaube nicht, dass er unbedingt Fehler hatte, unbedingt. Ne? Also ich glaube einfach, der hat ja eigentlich sogar die Strecke noch besser als ich zum Beispiel. Ich meine, er hat seine Runde schon im Trockenen gesetzt, komplett. Und ich hatte sie auch im Trockenen, aber es hat schon trotzdem angefangen zu regnen. Und bin trotzdem deutlich, also ich habe ihn eine Sekunde aufgepumpt. Eine Sekunde. Boah, also da könnte man sich überlegen, doch ihn sogar schon in der zweiten Saisonhälfte zu ersetzen. Also dann werde ich mal gucken, was er im Rennen abliefert. Aber es wäre eine Idee. Man könnte es in Betracht ziehen zumindest. Boah, also das ist schon eine Klatsche. Also, boah. Vorhin war er vor allem nur 14. hinter mir. Jetzt ist er gleich mal eine Sekunde. Also liegt es daran, dass er jetzt so ein bisschen. Oh, wir sind immer noch mit Soft unterwegs. Aber es regnet. Ne, es soll aber gar. In 10 Minuten soll es erst regnen. Okay. Ja, es regnet aber schon jetzt live. Da, gut, da fahren wir schnell raus. Da fahren wir jetzt schnell raus. Komm. Keine Zeit verlieren. Ah, es regnet wirklich. Ui! Das ist aber nass. Oh oh. Das ist wirklich schon sehr nass. Haben wir hier die richtige Entscheidung getroffen noch? Ja, es ist halt noch nicht sehr nass, ne? Ja, für Slicks soll es trotzdem, denke ich, noch reichen, hoffe ich. Aber mit Slicks im Trockenen, im Nassen meine ich. Oh, ist schon rutschig, ja. Wird jetzt kein so leichtes Spielchen mehr, irgendwie was zu reißen. Ich war jetzt immer nah dran an der Spitze, aber das war alles bei trockenen, komplett trockenen Bedingungen. Jetzt ist nochmal alles komplett anders. Oh, ich rutsche hier weg. Ja, das war so ein kleiner Fehler. Ich bin hier voll weggerutscht gerade. Achtung. Oh, früh am Gas. Möglichst. Oh, ja. Ob das gut war, weiß ich nicht. Ob das schnell war, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall. Wow, das ist schon für Intermediates die Bedingungen gut. Ich weiß auf jeden Fall nicht lila hier in diesem ersten Sektor. Was immer mein Lieblingssektor war. Oh ja. Das ist, glaube ich, nicht so eine besonders gute Runde. Ja, man weiß es nicht. Also vielleicht liegen mir dafür die erstes Mal besser. Ich weiß noch nicht, wie weit ich weg bin von der Pole-Runde bisher. Hier vielleicht ein bisschen was besser machen. Habe ich was besser gemacht. Das geht wieder 1.19.3. Ist schon deutlich langsamer natürlich. Als noch in den Qualifiers zuvor halt auch. Oh ja, ja. Die erstes haben jetzt ganz gut funktioniert dafür. Trotzdem kein Lila, gut, ist fast abzusehen gewesen, aber Hamilton ist die schnellste Runde.
Na, ich glaube, die Pol wird es wahrscheinlich nicht reichen, schätze ich. Aber die Runde war trotzdem eine gute, finde ich. Also es war trotzdem eine gute Runde, obwohl das ist. Oh, ganz eng, wir haben Hamilton geschafft. Wir sind Zweiter. Hinter Verstappen eine Zehntel. Was? Da habe ich ja alles im letzten Sektor nochmal gefunden. Im letzten. Das tut mir leid, das Spiel ist abgestürzt, habe deswegen nichts mehr gesagt. Aber ich habe schon die Runde in Q3 gedreht. Wieder. Und ich habe wirklich eine glatte Kopie davon getroffen im Grunde. So eine ähnliche Kopie zumindest. Wenn wir in die Grafik zurückgehen, könnt ihr Der Regen sehen. könnte eine Weile anhalten. Leichter Regen für die nächste Zeit. Ja, das ist egal. Ihr könnt sehen, ich hatte vorhin, das weiß ich genau, wenn ihr auch genug hingeguckt habt, hatte ich eine 1,28591. Eine 1,28559 ist es jetzt geworden. Also wirklich fast identisch, wir sind minimal schneller. Aber Verstappen hat auch eine 1,28491 und der hat glaube ich sogar eine identische getroffen. Der war vor 99.000 vor mir, ich hatte eine 1 591, also hat er eine 1, also eine 490 gehabt, also er ist nur 1000 langsam war es. Der hat wirklich eine identische Runde im Grunde getroffen und ich auch. Die anderen Zeiten hat man zum Glück noch nicht gesehen, darum sind die jetzt egal, wie die jetzt aussehen. Aber Bottas hier schon auch sehr nah dran ist mittlerweile, aber ja, also ich denke, es wird jetzt nass sein, also es könnte erst Stadtreihe sein, oder? Ja, Russell ist deutlich langsamer als im Ferrari, eine Sekunde. Das ist zu nass. Ja, ist zu nass, niemand fährt mehr raus. Erste Startreihe. Oh Gott. Was eine geile Wir Runde. sind alle bereit für das morgige Rennen, aber bevor es losgeht, werfen wir einen kurzen Blick auf die vorderen Plätze der Startaufstellung. Verstappen, der Glückspilz und Valtteri Bottas. Das Qualifying ist beendet, jetzt können wir uns aufs Rennen freuen. Morgen sind wir live und ohne Unterbrechungen beim großen Preis dabei, also auf gar keinen Fall vergessen einzuschalten. Unfassbar, ey. Wie kann es sein, dass wir sogar auf so einer Strecke in Silverstone, die mir überhaupt nicht liegt eigentlich, vor allem die SS, wie kann das sein, dass wir eine Zehntel nur weg sind? Also entweder bin ich wirklich besser geworden oder, ja gut, man kann auch sagen, wir sind als Erste mit von allen gefahren und da war die Strecke halt noch am besten, weil es ja umso stärker geregnet hat, ja. Aber trotzdem, das war einfach eine fehlerfreie Runde. Ich habe ungefähr nochmal eine ähnliche Runde wie vorhin getroffen. Und das sieht man ja auch in der Zeit. Habe keine Rückblende auch gemacht, dann wirklich. Also ich habe das wirklich zum zweiten Mal so hinbekommen. Sogar noch ein bisschen schneller. Also. Und am Ende war es auch keine Position Verschlechterung für uns oder Verbesserung. Also wenn es am Ende die Pole gewesen wäre, naja, dann kann ich mich natürlich an dem Problem doch bedanken. Aber das wollte ich gar nicht. Mein Verstappen war schneller und das hätte ich schon machen sollen so. Aber echt geile Performance wieder. Wir haben Sainz komplett zerstört. Arme Russell, der halt spät gefahren ist. Das tut mir natürlich leid. Wie beide AlphaTauris ist gut. Also nur da vor allem. Das überrascht mich immer wieder. Noch dazu, dass wir alte Komponenten haben, ne? Gut, gegen Perez hilft sowas. Aber ich rechne damit, dass wir im Rennen trotzdem nicht so eine ganz gute Pace haben. Und der Start wird auch wieder schwer, denke ich. Das wird sich zeigen. Auf jeden Fall beende ich dann das Video jetzt natürlich. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal beim Rennen und bis zum nächsten Mal und ciao.